Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Hier ist Said, Abu Dujana. Ja, hallo, mein Name ist Janik und ich will gerne zum Islam beitreten. Inshallah, inshallah. Hast du yani recherchiert und Ja, habe ich. Ich habe auch schon seit dem Kindergarten sehr viele muslimische Freunde und von denen habe ich auch schon viel darüber erfahren. Und dann hat mir ein Freund auch ihre Seite gegeben. Und da habe ich auch schon sehr viel alle Videos geguckt und gelesen. Maschallah. Schön, schön, freut mich. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 19. 19. Ja. Und du heißt Yannick. Genau. Oh, schön, sehr schön. Und du bist jetzt zu dem Entschluss gekommen, aus voller Überzeugung, dass Islam die einzig wahre Religion ist. Aus voller Überzeugung, hundertprozentig. Super, super. Und du weißt, dass man an Allah glauben muss und nur Allah, yani den einzigen Gott, nur ihn alleine, Subhanahu, anbeten darf und ihm niemanden beigesellen und auch statt ihm keinen anbeten darf und dass Mohammed der letzte Gesandte Gottes ist und dass man seine Tradition folgen muss. Das weiß ich und da stehe ich auch voll dahinter. Alhamdulillah, sehr schön. Also, dann verlieren wir nicht so viel Zeit, inshallah. Dann sprichst du mir, inshallah, das Glaubensbekenntnis nach. Ich werde es auf Okay. Arabisch sagen und dann Okay. sprichst du es mir nach, ja? Alles klar. Ashhadu Ashadu. an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jetzt bist du Alhamdulillah offiziell Muslim, inshallah. Alhamdulillah, das freut mich sehr für dich. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich stärken und festigen auf dieser Religion. Yani, du hast jetzt den Schlüssel genommen fürs Paradies. Ja? Du, mit dem Glaubensbekenntnis, das du jetzt ausgesprochen hast, bist du jetzt Alhamdulillah Muslim. Und du bist jetzt ein Bruder von uns. Du gehörst jetzt der Familie des Islams an. Inshallah ta'ala jetzt nur mit der Zeit. Inshallah, du hast bestimmt muslimische Freunde und du kannst auch uns auch sehr gerne, wenn du Fragen hast, entweder anschreiben oder auch telefonisch anfragen. Und du Ja, kannst das werde ich auch bestimmt machen. inshallah auch durch die Seite viel lernen, dass du, jetzt hast du den Schlüssel fürs Paradies genommen, aber du musst inshallah dann auch Taten folgen lassen, die Pflichten, Also ja, ich die das werde sehr Glauben, viel lernen, alles was ich lernen muss und inshallah, das auch aussehen. inshallah, also das Glaubensbekenntnis trägt auch gewisse Pflichten mit sich und die musst du inshallah ta'ala auch dann erfüllen, damit du mit Allah ta'ala inshallah, yani mit Allahs Wohlgefallen und Barmherzigkeit dann auch ins Paradies kommst, inshallah. Ja, also das vor allem das Wichtigste, was du jetzt lernen musst, ist das Gebet, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, inshallah, dass du lernst, wie du betest. Aber langsam, langsam, Schritt für Schritt, mach dir keinen Druck, inshallah. Nur, dass du das so im Hinterkopf ja nie hast und dass du weißt, dass mit der Aussprache dass du gewisse Pflichten zu erfüllen hast. Ja? Also wie gesagt, wenn du irgendwelche Hilfe brauchst, wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib uns an oder ruf uns an, jederzeit. Wir sind inshallah bereit, dir zu helfen. Okay, Bruder, dann freue ich mich sehr, sehr für dich und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala darum, dich zu festigen, inshallah. Alles Gute, ne? Also vielen Dank, Dankeschön. Kein Problem, mach's gut, Achi. Ciao. Assalamu alaikum.